Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Fine Home Kanal. Heute stellen wir euch wieder ein neues Produkt unserer Produktlinie vor. Und für diese Produkte habe ich heute meine Assistentin mitgebracht, die Mali. Hallo Mali, bist du gut drauf und bereit? Also ich würde gern starten. Okay, super. Heute präsentieren wir euch unsere Kinderkameras von Amköf, die wir in vielen verschiedenen Ausführungen haben. Welche genau, das werden wir nachher in einem kurzen Flyover und auch in einem separaten Video sehen. Doch zuvor, Mali, suchst du dir am besten eine Kamera aus, die wir unseren Zuschauern etwas genauer präsentieren. Den pinken Hasen hast du dir ausgesucht. Eine gute Wahl. Und das Unboxing und was die Kamera alles kann und was alles dabei ist, das zeigen wir euch jetzt. So Mali, dann würde ich sagen, pack mal deine Kamera aus und zeig mal unseren Zuschauern, was alles dabei ist. Erstmal natürlich die Kamera, ganz wichtig. Ein pinker Hase, das ist dieses Mal. Die Bedienungsanleitungen hier, die lege ich mal separat dazu. Übrigens habe ich hier rechts und links die Alternativmodelle zusammengestellt. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Ausführungen für Jungs und für Mädchen. Gehen wir aber nachher nochmal genauer darauf ein. Und es gibt natürlich auch ein Bad dazu für die Kamera zum Umhängen. Es gibt so Rollen, die muss man dann hier reinmachen, sodass dann auch Bilder rauskommen. Das zeige ich euch aber später. Es gibt ein Ladekabel. Ich dann gerne mal aus. Und natürlich gibt es für diese Rollen natürlich auch eine Ersatzrolle. Sonst gehen die ja schnell leer. Und es gibt so einen Chip, den muss man dann da reinmachen, zeige ich euch auch später. So Genau, ein Kamerachip. die SD-Karte wird mitgeliefert, dass ihr gleich unmittelbar loslegen könnt und die Bilder dann noch später auf dem PC speichern könnt. Und was auch sehr schön ist, bei der Kamera werden die Bilder in Schwarz-Weiß ausgedruckt, aber das Schöne finde ich, es gibt so mitgelieferte Stifte. Mit denen kann man dann nochmal die Kreativität. Da kann man sich selbst ausdenken, wie man das Bild gestalten will. Sehr schön. Sehr schön. Da sind ja viele Sachen dabei. Und sogar noch Genau. Sticker. Hier sind sogar noch Sticker da. Die kann man Cool. für die Kamera benutzen. Hier Ah, ist ein schau Kleben da. oder so. Und da ist noch der Hänger für den, da ist noch der Hänger für den Deckel, dass der Deckel nicht verloren geht. Ja, das ist so ein Hänger. Den macht man dann halt auf die andere Seite. Also hier. Die Kette macht man halt auf eine Seite. Man kann sie aussuchen, den Hänger auch nur. Und der Hänger kommt dann hier dann so durch. Und macht es halt an eine der beiden Seiten und tut es dann so zuknüpfen. Alles gedacht. Dann würde ich sagen, Mali, wir machen jetzt mal die Kamera startfertig und dann zeigen wir euch, wie die Kamera in Aktion funktioniert. Oder? Das Okay. würde ich auch sagen. Darf ich? Danke. Man muss natürlich erstmal dieses pinke Ding abmachen. Ich würde es jetzt mal sagen, das ist ein Ding oder die Hülle. Das ist dann ganz weiß und ab. Man macht dann hier oben das, hier so unten, da gibt es so einen Griff dafür. Auf. Keine Sorge, es wird nicht kaputt gehen. Das rollt dann. Dann sieht man die Rolle. Die macht man dann ganz einfach da so reinstecken. Und Deckel dann zu. Deckel. Zu, einfach zu klipsen, kann man das hier vorne auch ganz einfach abreißen. Das kann man dann in den Müll werfen, ist da nichts. Und dann noch was Wichtiges: Wir haben euch ja vorhin schon von dem Chip erzählt und den werden wir jetzt hier reinmachen. Danke sehr. Das ist, wie viel passt da drauf? Lass ich mal kurz drauf schauen. Das ist eine 32 GB Chipkarte. Da könnt ihr reichlich Bilder knipsen. Die 32 GB sind übrigens auch deswegen sehr, sehr nützlich, weil ihr mit der Kamera nicht nur Bilder knipsen könnt, sondern ihr könnt auch Videos aufnehmen. Okay, Kannst du mir super. vielleicht mal helfen? So, wir haben die Kamera startklar gemacht. Können wir dann jetzt mal ausprobieren? Genau, dann schalte die Kamera mal an, mach sie mal Hier startklar. muss man länger drauf drücken.
extra große Tasten, auch für kleinere Kinder, mit einem schönen, auf was man das hier gut sehen kann, mit einem schönen Farbdisplay. Und die Menüführung sieht auch sehr einfach aus, oder? So, die Kamera ist startklar gemacht, Mali. Und jetzt würde ich sagen, zeig uns mal, was die alles kann. Okay. Hier. Also hier muss man das dann vom Bilder machen, halt auch abziehen. Ganz einfach. Hier der An- und Ausschaltknopf. Da muss man halt länger drauf drücken, sodass das Display erscheint. Und ein Pinguin mit einer Kamera. Schönes Farbdisplay. Erscheint. Und dann kann man da halt so ganz viel Fotos machen damit. Kannst du mal das Menü klicken, dass wir sehen, was man alles im Menü einstellen kann? Okay, das ist zum Foto machen. Das werden wir gleich auch noch ausprobieren. Das ist eine Home-Taste. Damit kann man Videos machen. Ja, und falls man sich die Bilder angucken will, muss man einfach nur nach oben drücken oder nach unten. Dann sieht man halt die Bilder, die man schon geschossen hat. Ja. Okay, die Kamera startklar. Dann würde ich sagen, knipsen wir mal ein paar Bilder. Okay, dann direkt halt von dir. Okay. Tschüss, lächeln. Perfekt. Und jetzt haben wir natürlich die Fotos. Dann drückt man auf diesen Knopf. Dann hat man die Fotos. Man kann sich natürlich aussuchen. Nach oben, nach unten. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Bild dann ausdrucken kann. Man kann es natürlich auch direkt ausdrucken, wenn man schon hier ein Foto von der Tischdecke machen will. Und dann drückt man einfach direkt auf das, dann wird schon ein Foto normal gemacht. Aber man kann natürlich auch ein Foto, das man eben gemacht hat, da muss man auf diesen Knopf drücken. Dann erscheinen die Bilder. Da kann man natürlich auch nach oben scrollen, nach unten scrollen. Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt das Bild ausdrucken will, drücke ich dann auf Ausdruckzeichen. Gut so. Und dann sieht man es. Und dann kommt es hier automatisch und gut raus. Das geht ja schnell. Ja, das ist wirklich sehr gut. Bei der Kamera ist das Gute, es geht sehr schnell. Guck mal, ein gutes Bild von einem guten Motiv. Ja. Und man kann natürlich auch bei der Kamera... Kann man natürlich... Amalie, warte mal ganz kurz. Ich habe gerade gesehen, es hat sogar vorne einen Selfie-Spiegel. Dreh nochmal die Kamera um. Nein, die Kamera umdrehen dann. Da ist sogar ein Selfie-Spiegel, um selbst von sich Bilder zu machen. Hier. Sehr cool. Okay, dann zeigen wir uns nochmal das Menü. Man kann da, glaube ich, auch Rahmen schon einstellen. Ja, die Rahmen, das ist sehr cool. Da muss man einfach da drauf drücken, auf diese zwei Pfeile. Das ist jetzt der Timer und jetzt mehrere Fotos. Da kann man so Farben wählen. Und man kann sogar so Hintergründe wählen. Cool, da hat man viele Möglichkeiten. Ich benutze jetzt mal diesen Hintergrund. Es gibt natürlich noch viel mehr. Das sind ja viele coole Hintergründe. Komm, wir probieren mal einen Rahmen aus. Okay, dann benutze ich halt einen Rahmen. Komm, wir probieren mal den Selfie-Rahmen mit den zwei Gesichtern. Okay. Hier ist er. Okay, jetzt haben wir das Foto. Wir drucken es auch direkt aus. Ja, deswegen gehen wir jetzt hier auf die Fotos. Dann sieht man direkt unsere Fotos. So, und da ja da tolle Buntstifte dabei sind, würde ich sagen, geh gleich mal in Aktion, mach mal ein Foto von der Pflanze hier und dann kannst du gleich das mal ausmalen. Okay, schieß los. Ich mache jetzt ein Foto, das ich direkt drucken werde. Wenn man es direkt drucken will, wie gesagt, direkt auf diesen Knopf drücken und dann wird es direkt gedruckt. 1, 2, 3, Pflanze, schön lächeln. Jetzt wird es gedruckt. Das ist praktisch. Cool. Das ist sehr praktisch und es druckt auch sehr schnell. Man sollte natürlich nicht die Finger drüber halten, weil sonst wird es halt gestört beim Drucken. Aber das ist natürlich auch kein großes Thema. Jetzt kommt schon die Pflanze zum Vorschein. Perfekt. Man muss es nach unten abreißen, dann wird es ein schöner, gerader Schnitt. Ich lege die Kamera mal auf die Seite. Jetzt werde ich das Bild schön anmalen.
kann man ja nichts sehen. Ne? Doch. Während die Mali ihr erstes Bild ausmalt, mache ich einen kleinen Schwenk über eine erste Auswahl unserer Kinderkameras in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Auflösungen. Wir haben auch Videokameras, Handkameras im Angebot und natürlich die Kamera, die Mali benutzt hat, in verschiedenen Ausführungen als süße Kuh, als Hase, als lila Kuh und noch viele mehr. All das natürlich auf unserer Finds Home Webpage, die wir unten verlinken. Und ich sehe schon, Mali wird schon langsam kreativ. Ist halt auch eine normale Zimmerpflanze. Aber macht wirklich sehr viel Spaß. Da kann man selbst kreativ sein. Und man kann natürlich diese Zimmerpflanze, natürlich kann man die Zimmerpflanze auch pink malen. Pink ist jetzt natürlich egal. Man kann natürlich sie rot, gelb, grün, blau, egal, weil da sind diese Stifte und die sieht man auf dem Foto. Ist auch sehr gut. Man kann natürlich auch die Sticker dazu verwenden, um das Bild noch kreativ zu ergänzen. Oh, dann habe ich es auf jeden Fall sehr schön, sehr entspannt, sehr schön. Es gibt sehr viele Farben. Ich benutze für den Topf, meine Lieblingsfarbe ist blau, deswegen benutze ich jetzt mal die blau für den Topf. Der Topf war ja eigentlich weiß, deswegen, aber man kann sich hier eine Farbe aussuchen. So, und während Mali noch ein bisschen ihr Bild ausmalt und wir nachher ein paar Bilder knipsen, sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in unsere Kinderkamerawelt. Schaut doch gerne auf unsere Homepage, die verlinken wir unten, www.findshome.com. Dort findet ihr neben unserer kompletten Auswahl an Kinderkameras noch viele. Dort findet ihr noch viele weitere Produkte aus den Bereichen Technik, Alltag, für Kinder, für Garten, für den Haushalt. Und wir sagen vielen Dank. Wir gehen gleich nochmal auf kreative Fotoreise. Ja, genau. Wir haben ja eine Kamera. Ist ja gut. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit der Kinderkamera. Tschüss. Tschüss.